Na mach schon, sing ein Lied. There is a house in New Orleans. They caught the rising sun. Na, ist oh gut. God. Na ja, immerhin. Das ist eine gute Stimme. Renitent, ungehorsam. 6 Monate Erziehungsheim Heidequell, nach 3 Monaten ausgerissen. Aggressives Verhalten. Ich habe mich nur gewehrt. Leugnet sein Verhalten, lügt. Keine Einsicht, kein Wille zur Besserung. Ich habe noch nie jemanden geschlagen. Ich bin nur hier, weil mein Stiefvater mich loswerden will. Verstehe. Weißt du, Wolfgang, ich halte große Stücke auf die Gutachten vom Jugendamt. Daraus lassen sich ausgezeichnet Anzuchttöpfe für Setzlinge falten. Später kann man die Setzlinge mitsamt dem Topf anpflanzen. Und wenn das Papier durchweicht ist, finden die Wurzeln ganz einfach ihren Weg in die Erde. Weißt du, Hobbys? Naja, Fußball. Und ich schraub gerne am Mofas rum. Fein. Flinke Hände können wir hier gebrauchen. Ich denke, wir beide werden gut miteinander auskommen. Und ein bisschen deine Mähne stutzen. Die Uhr auch. Bis die anderen sich umgezogen haben, dann gehst du. Und, wie heißt du? Wolfgang. So, Jungs, ab in die Duschen. Fällig. Penis. So, jetzt kannst du. Los. Ja. Hey, halt dein Maul. Das ist jetzt mein Problem. Mund halten! Wir beten. Was jetzt gerade? Segne, Vater, diese Speise, uns zur Kraft und dir zur Reise. Amen. Rede frei. Danke, Frau Bruder Wilde. Hi, ich bin Anton. Ich hab gehört, du kommst aus Osnabrück. Ich auch. Was hörst du von Musik? Du hältst den Rand klar.
24, 25, 26. Ich will weder ein Pieps noch ein Paps hören. 27, 28. Ah, willkommen. Gibt ein bisschen mehr. 29, 30. Oh, geht nicht ab. Was war das bei dem Torfmann? Wie viel Scheiße du gearbeitet hast? Halb hast du gearbeitet. Und ich krieg die halbe Portion dafür. Weißt du, wie viel Scheiß Hunger ich habe? Du bist fertig, Mann. Das kennst du ja wohl, oder nicht? Gibst du schön den Schwanz eingewickelt? Siehst du, du sollst es hochziehen, hab ich gesagt. Nein. Nein, bitte nicht. Der Scheiße arbeitet. Bitte nicht. Halt still. Nein. Bitte. Bitte. Aber jetzt ist das nächste Mal ein bisschen schneller, dann passiert sowas. Du sollst den Pimmel stillhalten. Die Arsch! Arsch wie verlängerter Rücken, ja? Exakt. Ich sag dir mal was. Deine Zahnbürste greift gleich ins Leere, verstanden? Boah, du stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Tatsächlich, ja? Bei seinem Gesicht weiß der Furz nicht, wo er zuerst rauskommen soll, oben oder unten. Was? Ist gut. War ein Spaß. Du kriegst eine ganz schön große Klappe für deine Größe, ja? Mal probieren? Schmeckt doch gut, ha? Komm, schmeckt gut, ha? Schmeckt doch gut? Bruder Bernd. So, die Fresse! Los jetzt! Alle ab nach oben! Grob Zeug. Mach dir keinen Ärger, klar? Nee, das ist klar. Du bist so bescheuert. Du schneidest gar nichts.